Wulfarnil. Episode 79. Ein Assassine. Es wird schon spät. Es wird dunkel. Drazane hat sich hier mittlerweile genug aufgewärmt. Am Feuer. Hier. An der Honigbräu-Brauerei. Ich denke, wir werden uns ein Zimmer im Gasthaus Beflaggte Meere mieten und bis zum Morgen warten. Das dürfte das Beste sein. Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Wulfarnil. Und ja, wir sind noch dabei, so ein bisschen zu grinden. Gerade was ja, schwächere Skills angeht, um die sollten wir uns mal so ein bisschen kümmern. Zum Beispiel Schleichen. Ich denke mal, wenn wir uns in die Botschaft der Tama noch mal irgendwann einschleichen sollten, könnte das ganz nützlich werden. Wenn wir besser im Schleichen werden. Allerdings, naja, braucht das dann auch wieder seine Zeit. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen, Leute. Ich habe außerdem nochmal so ein bisschen die INB bearbeitet. Ich habe den Bloom Shader nochmal ein bisschen geändert. Und zwar, naja, dass er jetzt sehr viel gestochener ist, sehr viel schärfer, aber immer noch klar und intensiv. Also, ja, so eine Art perfekte Mischung. Und ich habe vor allem den Depth of Field Effekt ein bisschen bearbeitet. Naja. Wir werden jetzt erst einmal dort hinten zum Gasthaus gehen und eine ordentliche Runde schlafen. Und dann werden wir mal abwarten, wie das morgen aussieht. Am frühen Morgen, was uns wohl erwartet. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch. Wollt ihr was zu trinken? Nein, wir wollen jetzt nichts. Also bitte, keine weiteren Fragen. Ja. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Wir brauchen eigentlich nicht viel. Wir brauchen nur ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Schön. Also gut. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Habt ihr schon mit dem Mann von der Bardenakademie gesprochen? Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Nun gut, dann schlafen wir mal. 9 Stunden sollte eigentlich ausreichen. Soweit ich weiß, haben wir auch keinerlei Krankheiten, um die wir uns kümmern müssen. Aber wir können ja gleich noch einmal nachschauen. Ich habe es oder? Nee, wir sind nur hungrig und durstig. Alles klar. Hatten wir hier irgendwas? Abgekochtes Wasser, okay. Und die beiden Dinger. Ihr wisst doch, dass ihr gehen müsst. Dazu hat Mara euch auf die Erde geschickt. Glaubt ihr denn, dass ein paar Meilen uns wirklich trennen können? Heißt das, ihr werdet mich nicht vergessen, sobald ich außer Sichtweite bin? Einen alten Knacker mit viel Geld hat. 16 Kinder mit ihm zeugen. Und mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Genau das gleiche, was sie uns gestern Abend schon erzählt hat. Oder, naja, vorhin. Auf jeden Fall, was habt ihr zu verkaufen? Wir haben Hunger. Werft einen Blick darauf. Beziehungsweise Durst. Aber Vorräte, Leute, Vorräte.
Lecker, ein Stück Butter. Nee, natürlich nicht. Fischsuppe? Fischsuppe! Leute, das heilt alle Krankheiten. Ist aber natürlich auch ziemlich teuer. Muss man natürlich auch zusagen, aber es wäre eine Möglichkeit, Krankheiten zu heilen. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben noch natürlich so eine... Leute, wir sind nicht der Reichste derzeit. Wir haben 739 Septime. Wir müssen so ein bisschen vorsichtig sein mit unserem Geld. Wir müssen haushalten und deswegen holen wir uns Äpfel. Und zwar nicht mal allzu viele. Ich denke mal 3, das sollte reichen. Genau. Und dann holen wir uns noch 2-mal Wasser. Natürlich. Natürlich. So. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Genau, das sollte doch eigentlich alles sein. Jetzt trinken wir noch mal das Wasser. Mitleid, mein Herr, und gebt mir ein paar Septime. So. Nanu. Utgard, die Unbeugsame. Ja, mit der könnte man sich noch prügeln. Aber dafür sind wir nicht stark genug. Ich bitte nicht um ein paar Schippen. Ja, es ist nun mal so. Wir sollten noch mal irgendwie so ein bisschen jagen und wir haben immer noch einen leichten Durst. Aber okay. Abgekochtes Wasser, 2 Portionen. Nehmen wir. Das nehmen wir so. Und dann sollten wir uns ein bisschen aufmachen und nochmal schauen, dass wir nicht irgendwie ein paar Sachen erledigen. Ein paar böse Buben vermöbeln oder so. Naja. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, wir müssen irgendwie leveln. Und wir müssen auch, wir sollten eigentlich auch uns bemühen, ein kleines bisschen Geld noch dabei zu verdienen. Bevor wir dann uns in die Botschaft der Tamor einschleichen. Aber das kann warten, Leute. Das kann definitiv warten. Wer weiß, vielleicht müssen wir vorher auch nochmal irgendwie, also sollten wir vorher nochmal einen Drachen erledigen. Bevor wir das angehen. Aber ich weiß es nicht, Leute. Wir haben auf jeden Fall jetzt Zeit. Die Gefahr der Drachen lässt sich sowieso nicht von heute auf morgen aufhalten. Und, naja, Delphine hat ja auch gesagt, Elan Van, die Botschafterin der Talmor, veranstaltet regelmäßig Feiern. Also auch das wird uns nicht davonlaufen. Wir sollten also schauen, dass wir hier irgendwie uns erstmal anständig leveln. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich hören kann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das durch das Monitoring meiner Kopfhörer höre oder über die Kopfhörer drüber. Aber hier machen meine Nachbarn gerade ziemlichen Lärm. Von überall werden irgendwie Möbel verrückt und... Das war eine Nachricht, Leute. Ah, ja. Da hat wohl irgendwie jemand irgendwo ein Video hochgeladen oder so. Es passiert ständig irgendwas, Leute. Und anscheinend hatte ich das nicht wirklich aus. Naja, egal. Egal. Ich hoffe mal. Das stört jetzt nicht. Wir sind ja hier auch eigentlich nur so ein bisschen am herumlaufen. Derzeit. Und suchen hier nach einer Aufgabe. Was haben wir denn da vorne? Obwohl, hier waren wir ja eigentlich schon. Oh! Assassine! Ach du meine Güte.
Assassin's Poison. Ein Punkt Schaden für 5 Sekunden. Eine Assassine. Leute. Irgendjemand muss diesen Assassin doch auf uns losgelassen haben. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt hier mit viele Feinde machen. Aber den müssen wir umlegen. Ach so, der. Ich werde euch brennen sehen. Hängt der da? Ich wollte schon sagen, hängt der da fest. Aber. Nereva, leite mich. Jetzt. Nee, jetzt hängen wir nicht fest. Doch. Oh, verdammt. Oh Mann, Leute. Das Spiel bewirft uns ja aber auch mit Ereignissen, die sind nicht von dieser Welt. Natürlich haben wir verfehlt. Okay, der will irgendwas machen. Vielleicht versucht er uns irgendwo in eine Falle zu locken. Aber das lassen wir nicht mit uns durchgehen hier. Azura, verfluche euch! Ah. Das war geil! Na, warte. Leichte Rüstung verbessert, Leute. Das ist gut. Wir können aber immer noch nicht schreien. Unsere Stimme hat sich noch nicht genug erholt. Aber vielleicht jetzt. Wenn er sich hier irgendwo... Er muss tief fallen, damit er am meisten Schaden bekommt. Das sollte doch genügen, oder? Definitiv. Leute. Ein Assassine. Irgendjemand hat diesen Assassinen auf uns angesetzt. Irgendjemand will unseren Tod. Schauen wir mal, was der so dabei hat. Dietriche. Eisenpfeile. Gold. Schwaches Gift, das nehmen wir mal am besten ab. Und natürlich die Notiz des Assassinen. Meine Güte. Die lesen wir natürlich direkt einmal. Und die ist anscheinend leer. Irgendetwas stand da normalerweise drinne. War das jetzt einfach nur ein Ladefehler oder? Es müsste eigentlich ein Ladefehler sein, denn... normalerweise steht da, das ist durch eine Mod. Wahrscheinlich hat diese Mod einfach nur einen Ladefehler derzeit. Steht halt eigentlich drinne. Sowas von wir, also Drazane soll umgebracht werden. Irgendjemand will Drazane tot sehen. Und danach soll sich dieser Assassine schleunigst nach Windhelm begeben, zu Aventus Aretino, und mit ihm diesen Auftrag beschnacken. Nun, vielleicht sollten wir uns nach Windhelm begeben. Was hier jetzt allerdings für ein Bug mit reinspielt, warum das nicht läuft... Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Es ist einfach... Gut, wir könnten natürlich so tun, als wenn das mit dieser mysteriösen, scheinbar unsichtbaren Tinte geschrieben wurde. Und die muss man irgendwie über eine Kerze halten oder so, um die sichtbar zu machen.
Denken wir uns das einfach. Denken wir uns das einfach und wir haben das irgendwie sichtbar gemacht. Irgendeine Erklärung müssen wir haben. Mora Tapinella. Natürlich. Können wir noch mal ein paar Tränke brauen. Oder einen. Aber ja, auf jeden Fall, da drin steht was von einem gewissen Aventus Aretino. Der in Windhelm haust und die dunkle Bruderschaft ruft. Anscheinend, sonst wäre in dieser Notiz des Assassinen ja keine Rede davon. Diese beiden Wölfe da vorne werden wir jetzt nochmal erledigen. Ganz einfach, weil sie so unglaublich bösartig sind. Oder weil wir so unglaublich gut im Bogenschießen sind mittlerweile. Und natürlich die Sprache der Drachen besitzen. Alles klar. Aber Leute, das mit der dunklen Bruderschaft jetzt, das war ein Assassine der dunklen Bruderschaft, eine äußerst mysteriöse und beinahe schon vergessene Assassinenorganisation. Diese will uns tot sehen. Das sind Implikationen, die kann sich Drazane bisher noch nicht vorstellen. Er weiß noch nicht, was das alles damit auf sich hat. Was es damit auf sich hat, meine ich. Und diese Wölfe, müssen wir die gleich umlegen, alle? Natürlich. Alles klar, nehmen wir Zorn der Ahnen. Wir verwenden unsere dunmerische Fähigkeit und umhüllen uns mit lodernden Flammen. Um all diesen Wölfen hier Einhalt zu gebieten. Warte. Da ist er erledigt. Wunderbar. So. Dann looten wir die natürlich noch einmal. Ist ja ganz klar, wir wollen das ja natürlich noch verkaufen. Beziehungsweise, wollen wir uns da nicht mal eine Rüstung draus basteln? Obwohl, dann bräuchten wir auch erstmal wieder ein größeres Inventar. Das ist blöd. Distel. Distel können wir eigentlich noch gebrauchen. Also, naja, man kann immer alles gebrauchen, aber es würde sich als äußerst nützlich erweisen, wenn wir das jetzt verwenden, beziehungsweise mitnehmen. Denn daraus können wir einen Trank brauen, den wir ja, für einigermaßen viel Geld verkaufen können. Also, höchst lukrativ. Wir nehmen natürlich auch noch ein paar Bergblumen mit, denn diese können wir natürlich erstmal so zur Heilung verwenden und naja, wir können daraus Tränke brauen, die uns noch besser heilen, gerade weil wir hier unseren Perk haben, Alchemist. Ja. Von dir hergestellte Zaubertränke und Gifte sind um 20% wirkungsvoller. Eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit. Auch wenn das natürlich unsere Fähigkeiten schon ausreizt eigentlich, beziehungsweise unseren Bedarf, wenn man so will. Denn, unsere Gesundheit fällt meist nicht so tief, dass wir diese Wirkung gebrauchen können. Und wir laufen hier jetzt irgendwie an dieser Klippe hier entlang.
weil wir da oben einen Nekromanten gesehen haben, der da an diesem, an dieser ja recht bekannten, an diesem recht bekannten Ort, an dieser recht bekannten Stätte, das war das Wort, nachdem ich gesucht habe, an dieser recht bekannten Stätte hier, da vollzieht dieser Nekromant eine Art Ritual. Denn der Stein, den wir hier sehen, das ist der Ritualstein. Alles klar. Dann werden wir dem mal zeigen, was hier das Drachenblut namens Drazane so drauf hat. Auch wenn der hier... Ja. Seine Nekromantie bringt nämlich nichts, wenn er selber stirbt. Und zack, die Skelette fallen in sich zusammen. Hier war doch noch irgendwo eins. Wo ist es denn hin? Hallo? Wo ist es hin? Leute, hier war doch eins. Ach, hier! Hier ist es. 20 Nordpfeile. Nehmen wir mit. Leute, das ist doch... Da unten liegt er. Alles klar. Ihn werden wir später noch looten. Was sagt denn der Ritualstein? Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Ist also schon ein sehr mächtiges Zeichen, gerade wenn wir natürlich auch gegen mächtigere Gegner kämpfen und die dann umlegen. Dann ist quasi deren Macht, naja, wird dann quasi umgewandelt. Das heißt also, wir können uns hier mit übermächtigen Wesen umgeben, wenn wir dieses Zeichen annehmen. Sofern wir selber denn die Kraft aufbringen können, diese, naja, zunächst einmal umzulegen. Ob wir das machen? Wir lassen's erstmal. Aber da werden wir irgendwann wahrscheinlich noch drauf zurückkommen. So, wir gehen jetzt erstmal da zu diesem Nekromanten hin. Vielleicht hatte der ja irgendwelche Alchemiezutaten, die er für sein schändliches Ritual verwenden wollte. Totenbeschwörer Novize, ja. Schauen wir mal nach. Er hatte natürlich nichts, nee. Er wollte nur die Macht des Steins bündeln, um seine eigene Macht zu stärken. Ja, es hat schon so seinen Grund, warum Magie hier in Himmelsrand so verhasst ist. Denn es ist nicht die Magie selber, die verhasst ist. Es sind die, die sie praktizieren. Aber gut. Wir nehmen hier am besten nochmal so ein paar Zutaten mit. Und ich würde mal sagen, dann begeben wir uns nach Weißlauf. Beziehungsweise nach Flusswald. Nee, nach Flusswald ist eigentlich besser. Und brauen uns einige Tränke. Von denen wir einige natürlich verkaufen werden. Andere werden wir dann auch wiederum aufbewahren, weil sie halt nützlich sind. Aber ich würde das, so würde ich das mal sagen. Wir begeben uns da jetzt hin. So machen wir das.
Auf nach Flusswald. Und die hier nehmen wir nochmal mit. Lavendel. Immer, immer schön alles mitnehmen. Und das Wetter wird anscheinend ein bisschen schöner. Oder? Niemand weiß es. Niemand weiß, wie das Wetter jetzt wird. Aber eins kann ich euch sagen, es wird gut aussehen. Was haben wir denn da? Ein Ork mit einer ziemlich großen Axt auf dem Rücken. Und Säbelzahntigern, die er anscheinend erledigt hat. Hier, Säbelzahntiger. Meine Güte. Na gut, wir nehmen den erst einmal die Felle, denn die sind ziemlich wertvoll. Jedenfalls ein bisschen wertvollerer als andere Felle. Und dann sprechen wir mal mit diesem alten Ork. Ich warte auf einen würdigen Tod. Ein guter Tod? Ja, würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malakat nicht gefallen. Und warum wollt ihr sterben? Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, in meinem Alter noch Frauen zu nehmen. Also werde ich sterben. Malakat hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Für mich seht ihr nicht wirklich so alt aus. Ihr seid sicher noch immer ein starker, fähiger Krieger. Natürlich. Aber jemand sollte den Tod finden, solange er sich noch einen echten Mann nennen kann. Wir Orkmänner sind nicht wie die Nord- oder die Kaiserlichen, die sich an ihr Leben klammern, bis sie alt und schwach sind und ihnen die Haare ausfallen. Sich an etwas festzuhalten, das seinen Nutzen verloren hat, ist ungebührlich. Umso mehr, wenn es sich um euch selbst handelt. Naja, ihr scheint euch nicht davon abbringen zu lassen. Ihr solltet gehen. Ich will nicht, dass ihr meinen ehrvollen Tod verscheucht. Den Tod verscheuchen. Ja. Naja. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja immer noch ein Ziel vor Augen, und zwar Flusswald. Und naja, ganz so weit ist es ja nun auch nicht. Also. Aber wer weiß, vielleicht sind da vorne ja schon wieder Wölfe. Oder... Nee, anscheinend nicht. Alles klar. Nun denn, dann, dann machen wir uns mal ans Tränkebrauen. Schauen mal, wie viele wir da machen können. Gerade Heiltränke bräuchten wir eigentlich. Die könnten wir uns herstellen. Ja, selber kaufen.
selber kaufen. selber herstellen ist besser als kaufen, das meinte ich. Weil kaufen ist teuer. Ein bisschen zu teuer. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Kaufen, das können wir dann machen, wenn wir, ja, wenn wir unglaublich reich sind oder so. Wir haben Zimmer und Essen, auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ja, das ist schön. Was habt ihr denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Denn er wird sicherlich ein wenig Weizen haben. Ja. Na also. Und hört ihr das? Da bellt ein Hund. Grauenhaft. Grauenhaft sowas. Also es ist immer hier irgendwas. Jeden Abend, jede Nacht ist hier irgendetwas. So, was haben wir denn hier? Feuerresistenz. Nun gut, Eismeriam. Haben wir relativ selten Eismeriam? Ausdauer verwüsten aus. Dauer der Magiker schon. Giftresistenz. Ja, okay, dann nehmen wir erstmal das hier. Knoblauch und Giftdistelzweig. Dann haben wir nämlich hier noch das beides. Schleichen verstärken. Oh. Du bist für 60 Sekunden um 21% schwerer zu entdecken. Schön, schön. Dann natürlich noch die hier. Das ist ganz klar. Und Magika wiederherstellen. Und dann haben wir noch hier Magieresistenz. Und hätten wir noch einen, dann... Ja, vielleicht... Da ist noch was. Magika verstärken, auch rote Bergbaum und Tundra-Baumwolle. Da ist doch noch was. Ja, Leute, das ist doch schön. Zack. Ja, das ist doch wunderbar. Und hier? Okay. Wissen wir also jetzt, da ist keinerlei Kombination. Gut. Dann schauen wir uns nochmal an, was haben wir denn jetzt alles so an Tränken. Und das ist eine ganze Menge, Leute. Das ist wirklich eine ganze Menge. Zaubertrank der Tarnung. Tja, da haben wir schon einen besseren gemacht. Einen besseren Trank als dieser hier. Aber der lässt sich natürlich dadurch, dass das ein anderer Trank ist, stacken. Die Effekte lassen sich addieren. Du bist für 60 Sekunden um 10% schwerer zu entdecken. Plus, wenn wir jetzt diesen anderen Trank hier nehmen. Wo haben wir ihn? Hier. Und dann nochmal 21. Also, insgesamt würden wir die Zeit gleich nehmen. 31% schwerer zu entdecken, Leute. Das ist schon ein bisschen was. Das ist, anständig. Aber gut, diese Resistenztränke, die wollen wir doch noch einmal kurz verkaufen. Oh, und es laggt ziemlich. Ich kann jetzt etwas steuern hier. Okay. Ja, passiert ab und zu mal. Weil das in den Cache-Speicher reingeballert werden muss. Naja. Gut, dann sprechen wir einmal mit Luca und Valerius. Ich wollte euch das hier geben. Ein Zeichen meiner Zuneigung. Das heißt aber nicht, dass wir verlobt wären oder so. Oh schade. Feine Stiefel. Oh, dann haben wir mal was anderes zum Anziehen als... Naja, diese Fellschuhe. Vielleicht... Wenn wir jetzt noch ein, Seelenstein haben, können wir die verzaubern, Leute. Die können wir verzaubern. Ja, da, ja, ja, also. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja. Was habt ihr zu verkaufen? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Oh. Aber leider, er hat nur so einen ollen, nicht gefüllten Seelenstein. Na toll.
So einen brauchen wir natürlich nicht. Nee. Also wirklich was Gutes im Angebot hat er nicht. Das Einzige, das vielleicht irgendwie nützlich wäre, das wäre diese Pelzrüstung. Aber, nee. Auch irgendwie nicht. Ja, unsere Fellrüstung ist sowieso stärker. Brauchen wir also nicht. Brauchen wir einfach nicht. Allerdings. Wir können ja hier so ein paar Sachen mal verkaufen. Kleidung, da ist noch alles. So. Hier einmal. Und zwar, wo haben wir es? Wo haben wir es? Giftresistenz. Magika verstärken, Magika wieder. Magieresistenz. Genau. Schleichen verstärken, das ist auch in Ordnung. Das ist. Magika verstärken wird um 21 Punkte erhöht, das ist gut. Ja. Finde ich eigentlich ist ganz in Ordnung. Ist supi, Leute. Hier behalten wir noch alles. Aber hier haben wir diese Wolfspelze. Verkaufen. Und dann haben wir ja noch Säbelzahntigerpelze, die müssten wir nochmal umwandeln. Die müssen wir noch verarbeiten in zu Leder. Machen wir nochmal schnell. Wollen wir mal schauen, wie viel Leder wir da rausbekommen. Und entscheiden dann, ob wir die verkaufen oder ob wir da nicht doch lieber irgendwas herstellen. Somit natürlich unser Schmieden-Skill nochmal ein bisschen weiter erhöhen. Und da lässt sich 4 Lederstücke rausholen. Alles klar, das machen wir dann doch mal. Dadurch haben wir jetzt 8 Leder. 8 Stücke Leder. Gut, dann machen wir noch einmal ein zu Lederstreifen und dann stellen wir nochmal eine Kleinigkeit her, die wir dann natürlich verkaufen werden. Und Leute, wir hätten eigentlich das Amulett von Sanita tragen können dabei. Dann hätten wir überall nochmal ein paar bessere Preise rausschlagen können. Haben wir nicht gemacht. Ja, das ist blöd. Aber, naja. Oh, Lederrüstung. 4 Stück Leder, 3 Lederstreifen. Leute, das machen wir. Zack. Oh, was haben wir denn sonst noch? Wir haben noch 2 Leder, 1 Lederstreifen, 2 Leder, Lederstreifen. Mochte eigentlich das gleiche, allerdings der Lederhelm ist sehr viel mehr wert. Den nehmen wir. Alles klar. Und das eine Stück Leder, was wir noch übrig haben, das verkaufen wir ganz einfach. Alvor. Schmied. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Ja, was habt ihr zu verkaufen? Komm schon, wir wollen handeln. Werft einen Blick drauf. Genau. Werfen wir doch einen Blick drauf. Ja, natürlich viele Sachen haben ein Angebot hier. Oh, Stahldolch der Ermüdung. Ich mag diesen Grünton dieser Verzauberung. Verursacht 5 Punkte Ausdauerschaden. Ist eine schöne Sache. Muss man schon sagen. So, wo haben wir das denn? Das ist alles hier unten. Das ist ja praktisch. Ein Stück Leder. Lederhelm. Lederrüstung. Zack. Und fertig haben wir das. Allein durch die Lederrüstung haben wir 5 Punkte. Nicht 5 Punkte. 5 Zentimeter mehr gemacht, als wenn wir jetzt einfach das Leder komplett so verkauft haben hätten. Also es ist, es war nützlich. Wir haben also gut durch die Verarbeitung zu einer Rüstung eine Wertsteigerung, und zwar eine ziemliche Wertsteigerung, erreicht. Also, lässt sich eigentlich jedem empfehlen, sowas. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wenn wir noch besser im Schmieden werden, ich glaube, dann lässt sich auch der Wert von diesen, von den Gegenständen noch zusätzlich erhöhen. Also da ist nicht nur dann, unser Redekunst-Skill entscheidend, sondern auch natürlich, die Qualität, also der Schmiedeskill, mit dem dann die entsprechende Rüstung, die wir verkaufen, erschaffen wurde.
Ich glaube, so war das auch noch. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht sicher. Naja, müssten wir dann nochmal irgendwann entscheiden. Ich denke mal, wir nehmen jetzt hier nochmal einen kleinen Apfel, weil es so schön ist. Meine Güte, wir haben wirklich schon wieder viel erlebt. Wir werden von der dunklen Bruderschaft verfolgt, Leute. Und da müsste ich nochmal kurz gucken. Notiz des Assassinen, wir sind ja jetzt ein paar Mal durch irgendwie Gebäude und so weiter, aber nee, ist immer noch nichts zu sehen. Merkwürdig. Merkwürdig. Naja, wir werden die Notiz behalten und sofern sich da irgendwas tut, dann werden wir uns die erneut durchlesen, je nachdem. Ich würde aber mal sagen, wir machen hier erstmal eine kurze Pause und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir erneut Wolfalie spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss und bis dann.